Die christliche Gemeinde Maranatha ist in Ländern aller Kontinente der Welt anwesend. Gemeinden der Länder aus den drei Amerikas, Europa, Afrika, Asien und Ozeanien sind verbunden mit derselben Lehre unter der Führung des Heiligen Geistes Gottes und durch das lebendige Wort vereint. Brüder aus allen Orten der Welt nehmen am selben Gottesdienst teil, gemeinsam, in einem Leib und im selben Geist. Durch das Übertragungssystem erleben die Mitglieder der christlichen Gemeinde Maranatha auf der ganzen Welt einen Moment der Einheit und Gemeinschaft. Wie es die Hebräer beim Auszug aus Ägypten und Jünger es mit dem Herrn Jesus am Vorabend des Kreuzestodes Jesu auf Golgatha lebten. Menschen aus allen Orten der Welt wurden vom ewigen Evangelium und von der Botschaft des baldigen Kommens des Herrn Jesus erreicht. Ich begrüße alle mit dem Frieden des Herrn Jesus. Wir beginnen jetzt die Sendung der christlichen Gemeinde Maranatha, die Verkündigung des ewigen Evangeliums. Ich möchte Sie einladen, sich eine Sendung anzusehen, die vom Heiligen Geist Gottes geleitet wird, in dem das Evangelium verkündigt wird und das für Ihre gesamte Familie produziert wurde. Waren Sie bereits auf unserem YouTube-Kanal und sahen die Menge, die dort an Inhalten bereitsteht? Sie können sich diese Sendung und noch viele andere Dinge auf diesem YouTube-Kanal ansehen. Sie können sich außerdem die App der christlichen Gemeinde Maranatha und die App des Radio Manaims runterladen, Zugang zu Lobliedern und Gottesdienst zu haben. Außerdem können Sie sich in der App des Radio Manaims das Radio 24 Stunden am Tag anhören. Sie haben Zugang zu Podcasts und täglich wird auf unserem YouTube-Kanal ein noch nie dagewesener Gottesdienst gepostet. Nutzen Sie die Gelegenheit und senden Sie die Links an Arbeitskollegen, Schulfreunde, Nachbarn und Verwandte. Dies ist eine perfekte Gelegenheit zum Evangelisieren. Das Programm Die Verkündigung des ewigen Evangeliums, das erweitert seine Reichweite und es erreicht immer mehr Orte der Welt. Neben Russland, Osteuropa, Israel und den USA werden wir auch in der Radioversion in Panama gehört und beginnen nun unsere Übertragung in Guinea-Bissau, Mosambik, Afrika, Chile, Peru, Lateinamerika, außer etlichen Radios in Brasilien. Seien Sie herzlich willkommen, all diejenigen, die uns hören oder sehen. Und jetzt werden wir in der Sendung Lehren aus dem Manaim das Thema Jesus im Alten Testament fortsetzen und die prophetische Figur des Herrn Jesus im Leben des großen Königs David analysieren. Die Pastoren Sergio Sousa und Daniel Moreira werden dieses Thema erweitern und die Präfiguration Jesu als Mensch, Prophet, Hohepriester und König zeigen. Jedoch werden wir davor ein anderes Maranaim aus Brasilien kennenlernen, das Maranaim aus Linhares Espírito Santo. In der Stadt Linhares, nördlich vom Espírito Santo, 180 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, wurde das Maranaim von Linhares im Jahr 2010 erworben. 2018 wurde es eingeweiht. Mit 22.000 Quadratmetern an Fläche und fast 8.000 Quadratmeter an bebauter Fläche kann das Maranaim von Linhares Kapazitäten von bis zu 2.800 Menschen aufnehmen. Und sehen Sie sich nach diesen Bildern die Sendung Lehren aus dem Maranaim an. Thank you.
Gott segne alle. Friede des Herrn Jesus. Dies ist die Sendung Lehren aus dem Machanaim. Pastor Sergio, Frieden des Herrn. Frieden des Herrn. Es ist eine Freude, mit deine Zuhörerschaft zu haben. Gewiss wird der Herr weiterhin in dein Herz sprechen und dich segnen. Wir werden nun das Thema Jesus im Alten Testament fortsetzen. Der gesamte Plan Gottes für den Menschen ist das der Erlösung. Und er stellt dem Menschen alle notwendigen Mittel für diesen Plan der Erlösung zur Verfügung. Wir erinnern, dass der Herr Jesus als Mensch die Summe der treuen Männer aus dem Alten Testament ist, indem sie nicht sündigten. Das Alte Testament, das zeigt auf die Person des Herrn Jesus an als Mensch, Prophet, König, Hohepriester und Richter. In der Sendung heute werden wir nun die Geschichte des Königs Davids fortsetzen, der größte König Israels war und der in etlichen Akten die Figur des Herrn Jesus präfigurierte, die prophetischen Aspekte, die zeigen, wie das Leben Davids das Leben des Herrn Jesus ankündigte. All dies hatte schon mit seiner Wahl, mit seiner Berufung zu tun. Wie wir sehen, so war die Berufung, so wie wir es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 7, Vers 8 sahen. So spricht das Wort des Herrn. Darum sollst du nun so zu meinem Knechte David sagen, so spricht der Herr Zebaoth. Ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. David hatte 7 Brüder. Er war der Kleinste des Hauses. Und er wurde nicht als tauglich zur Wahl als König über Israel, als Gesalbter Gottes angesehen. In diesem Gesichtspunkt zeigt David prophetisch auf das an, was über den Herrn Jesus angenommen werden würde, als Mensch, wie es im Wort Gottes enthalten ist, im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 53, Vers 30. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Menschlich gesehen, in Bezug auf Aussehen, hatte der Herr Jesus überhaupt keine Attraktiva, die ihn als Messias kredenzieren würden, so wie es auch vom Propheten gesagt würde, damit sich die Prophezeiung des Johannes erfüllte. Jesus kam in das Seine, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Bereits erwählt und als König gesalbt, so trat David etlichen Kämpfen entgegen. Wir zitieren und erinnern an die 3 Hauptkämpfe Davids, die eine prophetische Verbindung mit dem Dienst des Herrn Jesus zu tun haben. Welches war der erste große Kampf und Sieg Davids gegen den Löwen? Was typifiziert der Löwe? Was oder wen? Er repräsentiert den Feind unserer Seelen. Und was war der erste große Kampf des Herrn Jesus gleich zu Beginn seines Dienstes? Das war gegen den Feind. Nach 40 Tagen des Fastens in der Wüste wird der Herr Jesus vom Feind versucht. Der Feind
Er möchte in den Rettungsplan Gottes für den Menschen interferieren, eingreifen. Der Herr Jesus besiegt die Versuchungen, indem er das Wort, das Alte Testament verwendet, indem er die Versuchungen besiegt, hinterlässt der Herr Jesus eine Lehre, die uns heute dient. Wenn der Mensch fällt, wenn er den Glauben verlässt, so beugt er sich vor dem Feind. Der zweite Kampf Davids war gegen den Bären. Er ergreift ihn am Bart, er kämpft gegen ihn und er tötet diesen Feind, dieses Tier. Das spricht von was genau? Das ist eine Art des falschen Bruders, der Verrat. Der große Kampf des Herrn Jesus war gegen die Religiösen, die aus seiner eigenen Nation. Als Jesus bei seinem triumphalen Einzug in Jerusalem einzieht, da jubelte die Menschenmenge Hosanna und gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Doch war es dieselbe Volksmenge, das waren die Seinen aus seiner Nation, diese verrieten und übergaben den Herrn Jesus. Judas Iskariot, der auf dieselbe Art wie die Menschenmenge bat, kreuzigt ihn. Judas verriet Jesus mit einem Kuss. Warum? Warum wurde Jesus mit einem Kuss verraten? Denn es ist das, was aus dem Mund hinausgeht. Das, was gesagt wird. Aber Jesus, er besiegte all das. Und noch bevor David als König übernimmt, so war sein großer Kampf der gegen den Riesen Goliath. Um Goliath entgegenzutreten, nahm David seinen Hirtenstab. Was ist das prophetisch? Das ist ein Typ der Richtung des Heiligen Geistes im Leben des Menschen. Bevor er in den Kampf zieht, was tut er? Er geht in den Bach. Und aus der Tiefe holt er sich 5 Steine und stellt sie in seine Hirtentasche. Und das spricht vom Herzen des Menschen, das voll vom Heiligen Geist ist. David verwendet seine Steinschleuder und tötet den Riesen Goliath. Die 5 Steine, meine Lieben, sie sprechen von den Mitteln der Gnade Gottes, damit der Mensch seine großen Kämpfe und Prüfungen besiegt. Die Steine kamen aus der Tiefe des Baches. Das ist der Segen des Heiligen Geistes. Goliath, das ist der Riese, das ist ein Typ der Sünde, der Überheblichkeit des Menschen. Auch Jesus trat dem Widerstand des Fleisches und der Überheblichkeit der Religiösen entgegen. Und Jesus siegte über alle schwierigen Augenblicke, durch die er ging. Schon als König. Was war der größte Sieg Davids? Das war der Augenblick, in dem er das Königreich, das Erbe an seinen Sohn Salomo übergab. In diesem Augenblick, als David die Regierung an Salomon übergibt, dies war sein größter Sieg. Und Salomon, Sohn Davids, präfiguriert in dem, dort wo er nicht sündigte, den Heiligen Geist. Jesus stirbt am Kreuz. Er ist auferstanden, wird in die Himmel hinaufgeführt und sitzt zur Rechten Gottes. Jesus ist Sieger. Und seit seiner Auferstehung übergab er an wen die Regierung der Gemeinde? An den Heiligen Geist. Welch herrliche prophetische Typologie. David besiegte diesen Widerstand
Und das war die Übertragung des Thrones. Und Jesus siegte über den Tod. Und heute vollbringt der Heilige Geist das Werk der Rettung. Durch was? Wie wird es gekennzeichnet? Es ist eine Regierung des Urteils, der Gaben des Heiligen Geistes, des Feuers des Heiligen Geistes. Das ist die Regierung der Veränderung des alten Menschen in eine neue Kreatur in Jesus Christus. Wie wird dies getan? Durch das pazifische Wirken des Heiligen Geistes. Denn die Regierung Salomos, das war eine Regierung des Friedens. Und der Heilige Geist, er bringt dem Herzen der Menschen den wahren Frieden. Den Frieden, den nur Jesus geben kann. Welch herrliche Typologie. Wunderbar. Interessant, diese Übergabe der Regierung. Und bemerke, dass der Widerstand, auf den der König David traf, dort begann auch Jesus, indem er den Tod besiegte. Und es ist interessant, dass David an Gibbon, Salomon wird an Gibbon gesalbt und Adonija an einem anderen Brunnen. Alle diejenigen, die die Regierung des Heiligen Geistes an sich reißen wollen, sie sind aus einem anderen Brunnen, nicht aus dem reinen. Das ist Jesus, der Brunnen der lebendigen Wasser. Wir werden jetzt an einem Loblied teilnehmen, mit Bildern, wo du auch mitsingen kannst und einen Segen in deinem Herzen empfangen kannst. Denn das Loblied, es befreit. Das Loblied, es erfreut. Lasst uns dieses Loblied hören, singen und einen großen Segen durch die Musik und durch den Text dieses Loblieds erhalten. Der König und ich. Wir gehen auf der Straße des Lebens. Wo viele Seelen vorbeiziehen. Das große Wesen und ich ein armer Bettler. Wir gehen gemeinsam. König und ich. Warum er sich um mich kümmert, ist ein Geheimnis. Er hält die Welt in Händen, aber wer bin ich? Und so erfreut sich meine Seele sehr über unser Gemeinsamsein, der König und ich. Der König und ich, es war sehr seltsam. Ich ging allein und wusste nicht warum. Bis eines Tages seine Hände mich umarmten. Nicht mehr Fremde sind wir, Jesus und ich. Warum er sich um mich kümmert, ist ein Geheimnis. Er hält die Welt in den Händen, aber wer bin ich?
so erfreut sich meine Seele sehr über unser Zusammensein, der König und ich. Gelobt sei Gott, gepriesen sei der Herr, das Loblied, der König und ich. Da wird ein Satz gesagt, der wahr ist: Jesus, er kümmert sich um mich. Welch Privileg! Wie wunderbar ist es, die prophetischen Aspekte des Wortes Gottes hören zu können, die Präfiguration des Herrn Jesus im Alten Testament verstehen zu können. Zu einer gewissen Zeit sollte ein Gericht über das Volk Israel kommen. Und angesichts dieser Situation betete der König David zum Herrn und er sprach: O Herr, mein Gott, deine Hand sei gegen mich und gegen das Haus meines Vaters und nicht über deinem Volk. Was tat David zu dieser Gelegenheit? Er stellte sich als Hohenpriester zur Verfügung. Eine der Funktionen der Hohepriester war es, sich als Mittler zwischen Gott und den Menschen anzubieten. Und David stellte sich zur Verfügung, das Gericht anstelle des Volkes zu leiden und zeigt prophetisch auf die Person des Herrn Jesus als Hohenpriester, an der seine Herrlichkeit verließ. In die Welt kam, er litt und starb zu den Gunsten der Menschheit, so wie es auch vom Propheten Jesaja prophezeit wurde. In Kapitel 53, Vers 5. Was ein außergewöhnliches Wort ist. Eine Prophetie, und in der Bibel sehen wir auch ihre Erfüllung. Aber er, Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und damit hätte das Volk Frieden. Ein wunderbarer Typ des Herrn Jesus, ein tiefer und außergewöhnlicher Gesichtspunkt. David, er stellte sich als Mittler, um anstelle des Volkes zu leiden. So wie es auch der Herr Jesus tat. Und das Wort des Herrn ist bestätigt, das in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus. Es gibt keinen anderen, nur ihn. David war neben König auch Prophet und er schrieb etliche Psalmen. Seht, was das Wort Gottes über David spricht, wie es im zweiten Buch Samuel, Kapitel 23, Vers 1 ist. Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Wie der Liebling der Lieder Israels, was ist das? Das ist ein sensibler Mann. Ein Mann, der von Gott inspiriert ist. Und der Inhalt der Psalmen, die er komponierte, sie bringen die Lieblichkeit im Sinne der Ruhe, der Zuflucht, der Hilfe Gottes für den Menschen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wie wunderbar, welch Prophetie. Und wir kommen jetzt mit einigen Ausschnitten aus Psalm 23. Wir werden sie analysieren. Der Herr ist mein Hirte. Von wem spricht David hier? Es ist interessant,
dass als David Sergio diesen Psalm schreibt und diejenigen, die uns zusehen, so war dies 1000 Jahre vor dem Herrn Jesus und er zeigt prophetisch auf den guten Hirten, den Oberhirten. David, er war ein Hirte der Schafe, aber in diesem Psalm ist er ein Schaf. Und Jesus ist dieser Oberhirte. Und wenn dieser Psalm weitergeht, so er weidet mich. Und da erinnerte ich mich, dass Jesus sagte, ihr, die ihr mühselig und beladen seid, kommet zu mir. Ich werde euch Ruhe geben. Wie wunderbar ist es, im Herrn ruhen zu können. Ruhe für die Seele. Und es geht weiter. Grüne Auen. Die Aue, das ist das Brot, die Nahrung. Die Nahrung des Schafes. Das Grün, das spricht vom Leben. Denn die grüne Aue spricht von einer Pflanze, die Leben enthält und die die Bedürfnisse dieser Herde stillen wird. Er führet mich auf rechter Straße. Was ist die Straße? Das ist der Weg. Und die rechte Straße, das ist die Wahrheit. Seht nur, hier wunderbar. Straß, Weg, Aue, Brot. Jesus ist das Brot des Lebens. Rechte Wahrheit. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Es ist alles hier. Und hier die Schönheit. Jesus im Alten Testament, es ist hier nicht der Name Jesus, aber er ist hier prophezeit. Gelobt sei der Name des Herrn. Wir können auch einen anderen Psalm zitieren, Psalm 18, in dem David über das Leiden prophezeit, über die Verzweiflung, über die Bedürfnisse des Menschen und der Bedürfnisse seiner Seele. Hier zwei Ausschnitte. Es umfingen mich des Todes Bande. Diese Todesbande sprechen vor allem über den Tod des Herrn Jesus. Dort in Gethsemane sprach er Folgendes. Meine Seele, sie ist bis zum Tode betrübt. Er wusste den Weg, den er ging. Es war der Weg des Todes ans Kreuz. Und auch viele heute fühlen diese Todesbanden aus der Nähe. Das ist das bedrückte Herz, das gedrückte Herz, das uns denken lässt, dass wir sterben werden. Und manchmal verfallen wir in Verzweiflung und selbst in Depression. Aber es gibt hier ein Versprechen. Als mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da hörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Es gibt einen Gott, der die Ohren geneigt hat, um unser Rufen zu hören, um die Tränen abzutrocknen, zu antworten. David, er prophezeit hier den Herrn Jesus und über all diejenigen, die den Herrn Jesus annehmen und über all diejenigen, die ihn heute als ihren Retter annehmen. Außergewöhnlich, meine Lieben, ist das Prophetische, welch Reichtum ist die Offenbarung des Wortes. Die Psalmen, die hier oberflächlich erwähnt wurden, haben uns gewiss alle aufgebaut. Und du, der du uns zusiehst, ich habe eine Einladung an dich. In den Momenten,
der Verzweiflung, des schmerzenden Weinens, der Ängste und der Furcht. Lese die Psalmen, die hier zitierten Psalmen zeigen, dass der Herr Jesus der gute Hirte ist, die Ruhe für die müde Seele. Er hat die Ohren geneigt, um das Rufen des Bedürftigen zu hören, wie es auch der Psalm 51 schreibt, auch von König David geschrieben in Vers 19, wo ein herrliches Versprechen ist, und zwar ein geängstigtes, zerschlagenes Herz wirst du Gott nicht verachten. Maranatha, der Herr Jesus kommt. Es gibt eine Verbindung zwischen der Sendung Lehren aus dem Machanaim und der Sonntagsbibelschule der christlichen Gemeinde Maranatha, die jeden Sonntag um 9.40 Uhr auf unserem YouTube-Kanal stattfindet. Und dort wird das Thema der Lehre fortgesetzt werden. Allen Friede des Herrn Jesus. Bemerktest du schon die Fürsorge und Verantwortung der christlichen Gemeinde Maranatha in Bezug auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen? Wir haben zu jeder Sendung Themen gebracht, die das Leben der Kinder verbessern können, ob sie nun jetzt besonders oder typisch sind. In dieser Sendung wird die Doktorin Amin nun über die Förderung der Entwicklung der Autonomie bei Kindern mit motorischen Einschränkungen sprechen. Friede des Herrn, Brüder. Indem wir nun unsere Sendung fortsetzen der Unterstützung der Personen mit Behinderung, so werden wir von der Entwicklung der Autonomie der Kinder mit motorischen Einschränkungen sprechen.
einerseits derer, die noch keine Diagnose haben. Aber was wir bemerken müssen, das ist Folgendes, dass die Kinder mit einer Hirnlähmung, das hat nicht unbedingt dann eine geistige Behinderung. Es kann schon passieren, dass es infolge einer Hirnlähmung geistige Behinderung gibt, aber es gibt auch eine Hirnlähmung ohne geistige Behinderung. Das sind zwei unterschiedliche Diagnosen und das macht einen Unterschied, wenn wir bei diesen Kindern intervenieren werden. Was wir analysieren müssen, das ist der Grad der motorischen Einschränkung, denn abhängig von diesem Grad werden wir auf eine bestimmte Art und Weise handeln, um die Autonomie dieser Kinder zu fördern. Was ist Autonomie? Wir denken hier an ein Kind, das ein Jugendlicher und dann ein Erwachsener wird und dass dieses Kind dann als Erwachsener für sich selbst ein Leben führen kann in solch hoher Unabhängigkeit wie möglich. Und das für sich hängt vom Grad der motorischen Einschränkung ab. Wenn das Kind es nun schafft, einige Aufgaben alleine zu übernehmen, so ist es wichtig, dass die Eltern diese Verantwortung an sie delegieren. Einfache Dinge wie das Handtuch aus dem Bad hinauszutragen, dort, wo es aufgehängt werden wird, den Teller in die Spüle zu setzen. Später, wenn das Kind dazu in der Lage ist, kann es auch sein Geschirr spülen. Und wenn es von der Schule kommt, kann es seinen Schulranzen und seine Schuhe an die bestimmten Orte geben. Und wenn jetzt die motorische Einschränkung zu hoch ist, so kann der Einsatz von Van Dyck verwendet werden. Das heißt, wir tun es zusammen. Zum Beispiel, wenn das Kind es nicht schafft, das Glas alleine in die Spüle zu setzen, so nehme ich meine Hand und lege meine Hand über die Hand des Kindes und zusammen legen wir das Glas in die Spüle. Unsere Zeit ist hier begrenzt, um uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen, aber in unseren sozialen Netzwerken auf YouTube und auf Instagram werden wir das vertiefen und euch mehr Tipps und Details geben, wie man mit den Kindern arbeiten kann. Was müsst ihr Eltern im Hinterkopf behalten? Wenn nun die Diagnose einer Behinderung kommt, so nehmen wir das Kind von dem Ort weg, dass es ein Kind ist, das lernt. Aber ein Kind mit einer Behinderung, das ist dazu in der Lage zu lernen. Eltern glaubt daran und fördert die Aufgaben zu Hause, denn damit arbeitet ihr am Selbstbewusstsein des Kindes. Und auf eine indirekte Art und Weise sagt ihr, mein Kind, ich glaube an dich. Wenn du sagst, lege deinen Teller in die Spüle, ist es etwas sehr Einfaches, aber du sagst zu deinem Kind, du bist dazu in der Lage. Du bist dazu fähig. Ich glaube an deine Fähigkeit. Und in diesen kleinen Handlungen schaffen wir im Kind Selbstbewusstsein. Und damit es autonom ist, so muss es selbstbewusst sein. Es muss wissen, zu was es in der Lage ist. Und es muss wissen, dass es das versuchen wird, dass es Fehler machen wird und dass es das erneut versuchen wird. So wie wir auch. Wir lernen, indem wir trainieren und trainieren und trainieren. So fördere also dein Kind, um Aufgaben zu übernehmen. Glaube daran. Seht auch auf unsere YouTube, auf unseren YouTube-Kanal Friede des Herrn. Wir sind sehr froh über die Menge der Kinder und jungen Erwachsenen, die ihre Videos einsandten, wie sie auf ihren Percussion-Instrumenten sowie auch auf den Blockflöten spielen. Und heute werden wir in der Sendung das vollkommene Loblied Mehr lernen mit der Lehrerin Janaí Nazomaki. É uma alegria estarmos juntos para mais uma aula. Essa semana recebemos Friede des Herrn, was für eine Freude, zu hier einer neuen Stunde zu sein. In dieser Woche erhielten wir viele Fotos und Videos von Kindern und Jugendlichen, die auf ihren Instrumenten spielen. In Brasilien und auch im Ausland
Schaut, das sind die Brüder Lukas und Gabriel aus Guanambi, Bahia. Sie sind sehr aufmerksam. Das ist Daniel, 3 Jahre alt. Sohn unserer Brüder Felipe und Giselle aus Grenoles, Spanien. Das hier sind die Brüder Rie Anderson und Anderson, Kinder unserer Brüder Renilson und Elmer aus San Sebastián do Boa Vista, Pará. Und das hier ist ihre Familie. Diese Kleine hier ist die Lydia, 2 Jahre alt, aus Diadema, São Paulo. Was für ein Segen. Sendet uns eure Videos weiterhin an diese Adresse hier unten ein. Lasst uns zu unserer Stunde übergehen. Heute werden wir neue Noten lernen. F, E, D und C. Lasst uns an die Position der Hände erinnern. Die linke Hand, sie ist oberhalb der Flöte und die rechte Hand unterhalb der Flöte. Wir erinnern, dass die Kinder, die aus irgendeinem Grund noch nicht so spielen, so ist es in Ordnung. Wichtig ist es, dass sie gefördert werden, den Namen des Herrn anzubeten. Es gibt auch viele Arten der Blockflöten. Es gibt die germanische und die barocke. Die germanischen und barocken Blockflöten, sie sind sich sehr ähnlich. Der Unterschied liegt in der Note F und Fis sowie auch in den Oktaven. Ihr könnt auch bemerken, dass hier auf der Rückseite ein Buchstabe ist, der G für die germanische und B für die barocke anzeigt. Wir lernten bereits die Noten hohes D, hohes C, B, A, G, was mit der linken Hand gespielt wird. Und jetzt werden wir das F, das E, das D und das C, das tiefe C und das tiefe E lernen. Und für diesen Teil werden wir die linke Hand oberhalb legen und der Indikator der rechten Hand wird das vierte Loch verschließen und so geht es sukzessive weiter. Den Mittelfinger für die Note E, den Ringfinger für das D und der kleine Finger für das C. Lasst uns lesen. Es ist der Viervierteltakt. F, 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 F. Und jetzt werden wir zählen und spielen. Den Daumen dort abstellen und den Indikator. 1, 2, 3, 4. Agora nós vamos fazer a nota Mi. 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir zur Note E über. 1, 2, 3, 4. Und jetzt die Note D, den Ringfinger. 1, 2, 3, 4. Und jetzt auch mit der Note C. 1, 2, 3, 4. Habt ihr es bemerkt? Wir spielten, als würden wir eine Treppe runtergehen. Der Ton erging vom Hohen zum Tiefen. F, E, D, C. Jetzt habe ich eine Neuigkeit. Wir lernten diese 9 Noten, um auf eine vereinfachte Art das Loblied Vater, deine Schönheit lässt mich staunen zu spielen. Wir werden es auf der Blockflöte und auch auf
dem Keyboard lernen. Friede des Herrn an allen. Jesus heilt und rettet. Jesus ist mein Retter. Jesus ist mein Freund und er ist mein Erlöser. Wenn ich müde bin und krank, so heilt er. Wenn ich traurig bin, kommt der Friede und regiert. Wenn ich krank bin, heilt er. Wenn ich traurig bin, kommt der Friede zum Regieren. Jesus ist Kraft und Hoffnung. Jesus ist der Prinz des Friedens. Jesus ist die Kraft und Hoffnung. Jesus ist der Prinz des Friedens. Der König David. Dasselbe Thema, das zu Beginn der Sendung heute in Lehren des Machanaim vertieft wurde von Pastor Moreira und Sousa. Dies wird auch die Kinderstunde für Kinder, Kinder der Mittelstufe und Jugendlichen als Orientierung dienen. Und die Lehrerin Leticia Lyro wird über die Erlebnisse des Königs David im Sieg über Goliath sprechen. Wir begrüßen alle mit dem Frieden des Herrn Jesus, insbesondere die Kinder und Jugendlichen. Heute werden wir nun weiterhin über den König David sprechen. Wir werden einen Kampf sehen, den David gegen den Riesen Goliath hatte. Und so werden wir nun einen Text aus dem Wort Gottes lesen, und zwar im 1. Buch Samuel, Kapitel 17, 45. So spricht das Wort des Herrn. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. In diesem Zeitraum war derjenige, der über Israel herrschte, Saul. Die Zeit, sie verging und Saul war dem Herrn ungehorsam. Und so sandte Gott den Propheten Samuel hin, um einen anderen an seiner Statt zu salben. Und Samuel ging in das Haus des Jesse und er salbte David, den Jüngsten. David war Gott gegenüber furchtsam. Er würde seinen gesamten Willen vollbringen. David war treu. David war echt und sein Herz war gemäß dem Herzen des Herrn. Und deshalb können wir oft in seinen Geschichten im Alten Testament sagen, dass David die Person des Herrn Jesus typifiziert, bevor David nun den Thron einnimmt. So ist das Volk Israels im Kampf gegen die Philister. Und es gab einen Soldaten, das war ein Riese Goliath, und täglich forderte er das Volk Gottes heraus. Eines gewissen Tages ging David dorthin, wo der Kampf stattfand, um seinen Brüdern Nahrung zu bringen. Und er sah diesen Riesen, wie er das Heer Gottes verhöhnte. Und er sah auch, dass das Heer Gottes große Angst hatte. Und David sprach: Wer ist dieser unbeschnittene Philister, um das Heer des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Und David stellte sich also zur Verfügung, gegen diesen Riesen zu kämpfen, denn er vertraute dem Herrn. Und Saul sprach zu David: David, du bist viel zu jung und dieser Riese ist im Krieg geübt. Doch David erzählte Saul, wie der Herr bei ihm war. David sagte, dass eines gewissen Tages, als er die Schafe seines Vaters hütete,
Da trat er einem Löwen und einem Bären entgegen. Und auf dieselbe Art, wie der Herr ihn vor den Krallen dieses Tieres gerettet hatte, so würde der Herr ihn auch aus den Händen des Riesen Goliath retten. Und so können wir sehen, wie David hier den Herrn Jesus typifiziert. Auf dieselbe Art, wie David diesen Tieren entgegentrat, so trat auch der Herr Jesus großen Widerständen in seinem Dienst entgegen. Diese Widerstände kamen, um zu verhindern, dass der Herr Jesus das Erlösungsprojekt Gottes für den Menschen vollbringen konnte. Aber auf dieselbe Art, wie David siegreich war, so siegte auch der Herr Jesus über alle Widerstände. Er erfüllte den Erlösungsplan Gottes, er starb für unsere Sünden und er ist auferstanden, um uns ewiges Leben zu schenken. Gelobt sei Jesus. Saul bot nun David seine Waffen an. Doch David erzog die Mittel Gottes vor. David nahm seinen Hirtenstab, das für uns die Leitung des Heiligen Geistes symbolisiert. Er ging an den Bach und nahm sich 5 Steinchen, um sie in seine Hirtentasche zu legen. Diese 5 Steinchen, sie sprechen über die Mittel der Gnade, das Frühgebet, das Fasten, das Loben, das Wort und das Gebet. David nahm sich seine Schleuder und ging nun zu dem Riesen der Philister. Und als er dort ankam, sprach David: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und David legte ein Steinchen in seine Schleuder und schleuderte es gegen die Stirn des Riesen, der zu Boden fiel. Und so war David Sieger. Und so können wir nun damit enden, dass wenn wir die Mittel verwenden, die der Herr uns zur Verfügung stellte, so können wir im Namen des Herrn, der Herrscher, siegreich sein. Möge der Herr so sein Wort segnen und es in unserem Herzen bewahren. Wir verabschieden uns von allen mit dem Frieden des Herrn Jesus. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich fliege wie ein Adler, ich überquere Täler und Berge. Ich fliege wie ein Adler, ich überquere Berge und Täler. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich siege über Riesen, ich siege über Löwen, ich siege über den Wölfen der Welt. Ich siege über Riesen, über Wölfe, ich siege über den Wölfen der Welt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Ich glaube an einen Gott, der lebt und regiert. Ich glaube an einen Gott, der für mich siegt. Ich glaube an einen Gott, der lebt und regiert. Ich glaube an einen Gott, der für mich siegt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Jetzt habe ich ein besonderes Wort an Sie, die von all dem, was heute übertragen wurde, berührt wurden. Würden Sie gerne die christliche Gemeinde Maranatha kennenlernen? Hatten Sie noch kein reales Erlebnis mit dem Herrn Gott? Benötigen Sie Gebet
Unterstützung. So können Sie diese Nummer 0800 707 3676 anrufen. Diese Nummer steht ausschließlich denjenigen zur Verfügung, die noch nicht Mitglieder der christlichen Gemeinde Maranatha sind und die ein Wort von Seiten des Herrn benötigen oder selbst Gebet. Aber Achtung, diese Nummer, sie ist ausschließlich für Brasilien. Wenn Sie in Brasilien sind, rufen Sie jederzeit an, 24 Stunden am Tag, wenn notwendig. Und immer wird jemand bereitstehen, um Sie zu unterstützen, um für Sie zu beten. Und so kommen wir nun zum Ende dieser Folge der christlichen Gemeinde Maranatha, die Verkündigung des ewigen Evangeliums. Wir erinnern, dass Sie sich diese Sendung nochmals auf unserem YouTube-Kanal ansehen können. Sehen Sie es sich an, teilen Sie es mit Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten. Und vergessen Sie nicht, jeden Sonntag um 9.40 Uhr morgens die Sonntagsbibelschule der christlichen Gemeinde Maranatha, die auch auf unserem YouTube-Kanal zu finden ist. Und in der kommenden Woche werden wir es, wenn es der Herr erlaubt, wieder hier sein mit einer neuen Folge der christlichen Gemeinde Maranatha, Verkündigung des ewigen Evangeliums. Maranatha, der Herr Jesus kommt. Thank you.